Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Zeitschriften-Review hier auf meinem Kanal. Lego Batman Magazin Nummer 3 mit drei Extras. Einmal der Superman Lego Minifigur mit Kryptonit, die coole Lego Minifigur. Dann eine limitierte Goldkarte, Superman zum Lego Batman Trading Card Game und ein Booster des Lego Batman Trading Card Games. Das ist jetzt also quasi die erste Zeitschriften-Limi zum nagelneuen Lego Batman Trading Card Game. Und ja, achso. Zeitschrift kostet, so steht es da oben, 3,99 in Deutschland. Und ja, finde ich eigentlich für 3,99 ist das doch eine gute Ausbeute. So, schauen wir mal rein. Was jetzt? Wir kriegen den Kleber hier auf. Also das muss ich sagen, da macht der Blue Ocean Verlag, der macht das ja bei den Multipacks ziemlich gut, dass die Sachen nicht so festgeklebt sind wie die Sachen von Panini. Dafür übertreiben sie es bei dem Magazin ganz schön, ey. Yes. So viel Kraft, dass ich das Blut kaputt gerissen habe hier an der Seite. Meine Güte. Naja, also raus damit und da haben wir es. So, da hätten wir das Booster Pack zum Sammelkartenspiel. Dann die limitierte Karte Superman LE3. So, machen wir ganz vorsichtig hier ab. So, keine Kleberrückstände, sehr schön. Und dann noch die Minifigur von Superman. Also eine sehr Superman geprägte Ausgabe. So. Und hier ist noch der Kleber, den müssen wir auch noch abmachen. So, dann haben wir... Oh, das ist kein Kleber, da ist die Zeitung kaputt. Naja, okay. Gut, hier nochmal noch zwei Heldenposer sind drin. Dann hier Abenteuer, Batman taucht ab. Also wahrscheinlich ein Comic, schätze ich mal. Und ja, da haben wir Werbung für Star Wars Resistance. Immer Montag bis Freitag um 16:35 auf dem Disney Channel. Dann das Inhaltsverzeichnis hier. Und dann... geht es los. Erstmal dein extra Superman. Und dann würde ich sagen, wir machen noch direkt mal hier auf und bauen Superman zusammen. Ja, komm schon. So, und jetzt haben wir es. So. Ah nein, der Kopf haut ab. Nicht mit mir. So. Haben wir alles? Perfekt. Dann haben wir einmal die Beine und den Oberkörper mit dem ikonischen Superman S drauf. Dann brauchen wir den Umhang, der ist in der kleinen Pappbox hier drin. Ein schöner roter Umhang. Was ist das Kleine? Warum? Hä? Warum ist da einmal ein Umhang in großen, einmal in einen kleinen? Hier ist doch jetzt auch nichts. Ich meine, wenn es einen Hund gäbe, könnte man das den Hund anziehen, aber das ist ein bisschen arg klein, um irgendwie zu sagen, naja. Wenn ich den anziehe, das sieht ja eher witzlos aus. Hä? Und es ist auch nur ein Cape, was da dran kommt. Nur das hier. Das ist auch viel fester. Das ist vielleicht irgendwie... keine Ahnung, was das genau ist. Naja, okay. Also machen wir jetzt erstmal das Cape hier dran. Na komm schon, so und... so. Also das verstehe ich jetzt echt nicht, warum. Dann der Blick. Den netten Blick machen wir hier. Und dann noch seine tolle... Supermans typische Haare. Och, was ist das denn? Nicht wahr, oder? Guckt euch das mal an hier. Seht ihr das Weiße, das Stück Weiß hier? Da ist die Kotelette eingedrückt. Ich krieg das jetzt nicht richtig über den Kopf. Ob ich es irgendwie wieder zurückbiegen kann. Ja, so ein bisschen. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, okay. Schade, das habe ich auch nicht erlebt, dass ein Lego-Teil so krass verbogen ist. So, jetzt kommt hier das Ding mit dem Kryptonit. Da kommt erst das grüne Eine unten rein. So. Dann das Stück Kryptonit. Richtig, richtig coole Farbe auch hier. So. Und dann kommt die Kuppel oben drauf. Dann sieht das schon richtig nice aus. Ein Stück Kryptonit. Und ja, das sollte ich besser nicht in die Hand geben, sonst ist er ganz schwach. Dann ist er seine Superkräfte los. Ja. Gut, also das ist die Minifigur. Eine coole Superman-Minifigur und ein Stück Kryptonit hinter Glas. Also Glas in Anführungszeichen. So, das kommt auf die Seite. Dann dieses Ersatz-Cape kann man es eigentlich nicht nennen. Dieses komische Ding, was auch immer das ist. Naja. Und weiter geht's. Dann der Comic-Begleitschutz. Noch mehr Comic. Dann Comic und Rätsel. Oder das Malen in dem Fall hier. Werbung fürs Legoland, dann geht das Comic weiter, noch mehr Comic, dann geht es auf Seite 24 weiter, sieht man gerade, dann haben wir Rätsel, Virus im Batcomputer,
Dann ein Steckbrief über Lex Luthor, ein Arkham Asylum Steckbrief. Und die Rückseite, nur noch Lex Luthor. Dann ein Poster hier, ein Poster mit Superman, dem Mann aus Stahl, wie es da steht. Die Rückseite des ersten Posters, Schurkenschreck. Dann Werbung für das erste Lego Batman Trading Card Game. Ja, mit den, also extra hier, dann haben wir hier die Ultra Batman Karte, Ultra The Flash, Ultra Doomsday, Ultra Superman und Ultra Darkseid. Und ein extra hier, das haben wir, sehen wir jetzt gleich nochmal hier, ist Superman, die limitierte Karte. Also hier haben so ein paar, die stärksten Charakterkarten sind das, genau. Das sind drei Ultra-Helden und zwei Ultra-Bösewichte mit Doomsday und Darkseid. Dann das Bat-Sub, das ist ein Toy, das ist wieder ein Spielzeug hier, hat 174 Lego-Steine, das Set. 10 Power-Düsen, 2 Shooter und einen drehbaren Antrieb. Und Aquaman ist noch dabei anscheinend. Lustig. Dann geht das Comic weiter, Comic Teil 2. Noch eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic und dann Ende. Das ist Comic auch schon rum. Und dann geht's weiter mit Mission. Stelle die Teams zusammen. Das ist ein Spiel anscheinend. Dann ein Rätsel. Nimm die Verfolgung auf. So eine Art Irrgarten hier. Dann nochmal ein kleines Comic, ein Einseiten-Comic. Langweiliger Tag. Und dann eine Mission mit Supermans Augen. Wieder ein Rätsel. Dann Vorschau für Heft Nr. 4. Gibt's ab 16. Juli. Dabei eine Minifigur von The Flash mit 2 Powerdüsen und eine limitierte Karte, nämlich aus Karte Nummer 6, eben auch The Flash. Aber anscheinend keine Karten mehr, also kein Kartenbooster. Sondern doch, oder? 3 starke Extras. Hier steht jetzt 3 starke Extras, das Lego Batman Magazin. Vielleicht haben sie auch noch von was Altem übernommen, weil hier sehe ich auch nur das Ding, 2 coole Poster und die Sammelkarte. Vielleicht ist ja noch ein Booster dabei, ne? Wir werden es sehen, wenn das dann rauskommt, das Heft dann. Okay, dann haben wir noch Werbung für das Lego Batman Trading Card Game, jetzt überall im Handel. Und Werbung für Lego Sets. So, und dann schauen wir uns doch mal die Karten an, die hier dabei waren. 5 Sammelkarten für dich. Was haben wir denn so? Oh, das ist mehr als nice. Eine der Joker-Karten, weil die sind, glaube ich, mit die seltensten Karten überhaupt. Wir haben direkt hier eine Joker-Karte drin. Ist das nicht geil? Green Lantern und Green Zarrow. Dann hätten wir hier eine Puzzlekarte, dann eine Aktion Super Atem, dann ein Mighty Micros Batman und der böse Riddler. Meine Spielanleitung und natürlich hier noch die limitierte Karte. Limited Edition Superman LE3 mit den Werten 77, 65, 100 und 104. Und wie sollte es auch anders sein? Die Karte könnt ihr hier bei mir gewinnen. Die habe ich nämlich noch einmal hier für euch. Ich kaufe das Heft ja immer zweimal. Einmal Karte für mich und meine Sammlung und einmal eine Karte für euch zum Verlosen. So, ja, die länger dabei sind, wissen, was zu tun ist, um die Karte zu gewinnen. Ihr müsst meinem Video und dem Video einen Daumen oben da lassen, meinen Kanal abonniert haben und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Superman. Außerdem stelle ich euch gerne mal Fragen. Und die erste Frage für das Lego Batman Trading Card Game wird sein, was ist euer Lieblingsheld? Jetzt speziell hier DC. Batman, Superman, Green Lantern, The Flash, Aquaman, Arrow, keine Ahnung. Also was immer ihr wollt, was ist euer Lieblings-Superheld im DC-Universum? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare dazu. Ist natürlich auch wie immer keine Gewinnvoraussetzung. Also um zu gewinnen, reicht Daumen nach oben da lassen im Video, Kanal abonnieren und Hashtag Superman im Kommentar verfassen. So, dann allen Teilnehmern wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Und natürlich gilt auch wie sonst immer, auch wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, euch aber das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal, wenn nicht schon getan. Und wenn ihr dann auch noch die kleine Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht und verpasst hier garantiert nichts mehr. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.